Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brillibout. Ja, in der letzten Folge habe ich gefailt, das ist ja nicht mehr schön. Und jetzt heißt es, die Copper-Cable können weg. Geht das auch schneller, mit einer Pickaxe vielleicht, jawohl. Kann ich mal hier zumachen, bitte. Hier kann auch zu. Zu. So, der hat jetzt schon ein bisschen Energie gespeichert hier, 160.000. Das ist ein Tropfen auf den bekannten heißen Stein. So, ich gehe mir mal eine Bronze-Ranch bauen. Ich glaube, wir hatten sogar noch Bronze. Das wäre ja mal schön. So, hier müssen wir mal gerade ausladen, hier den ganzen... Was habe ich jetzt? Stein im Inventar. Muss mal einer erklären? Dieses Spiel, ne? Woher habe ich den Stein jetzt? Weil er in einen Chest wahrscheinlich nur die ich ausgeräumt hatte. Wo hatte ich hier noch? Hatte ich hier nicht noch? Da. Bronze Ingots. 6. Ich glaube, wir brauchen genau 6 sogar. So rum, ja. Ja, da ist sie. So. Okay, die beiden Sachen habe ich. Geothermalgenerator. Der kommt jetzt mal hier in die Ecke. So. Und dahinter muss jetzt ein Kabel lang. Mit Kabellange. Ist ja Blödsinn. Die muss noch eine weiter. Scheiße, was ein blödes Mist. Rohr natürlich. Das ist natürlich auch da, aber egal, macht's jetzt so. Einmal ums Rohr drumherum. So, dann ist der auch hiermit verbunden. Und die Kabel reichen natürlich nicht. Hab ich denn noch? Hatten wir nicht noch mehr? Nein, wir hätten noch mehr unisolierte Kabel gehabt. Oder nicht? Nö, wir hatten nur noch unisolierte, oder nicht? Muss ich jetzt die Metallform wieder anschließen oder was? Den will ich jetzt nicht anschließen. Ich dachte, ich hatte doch nicht 33 Kabel jetzt verbraucht. Wofür auch? Oder doch? Doch, kann gut sein. Ne? Für die Messerader da. Auch für Chipsets. Und für die, für die Öfen da, ne? Wisst ihr was, wir bauen jetzt mal gerade, ich habe keinen Bock jetzt immer Lava zu holen. Wir bauen jetzt mal einen normalen Generator, den können wir sowieso später umbauen in den Geothermal-Generator. Iron Plates 3, eine RE-Batterie und ein Iron Furnace. Das heißt, insgesamt brauche ich 3, 8, 8, hierfür brauche ich glaube ich keine, ne, ne. 8 Iron Plates. Haben wir noch irgendwas an Tin-Material hier? So ein Kabel hatten wir auf jeden Fall noch irgendwo. Hier. Das. Dann brauche ich diese Tin-Dinger. Dafür brauchen wir, glaube ich, 2 Tin-Ingots. Habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Diese komischen Casing-Dinger da. Nee, Bronze hatte ich noch, aber... Was ist Bronze? Ja. Aber keine Tin-Dinger. Na gut. Warte mal, dann brauche ich noch die beiden. Das hier und das hier. So. Tin Forgehammer gibt Platte, ne? So. Und das gibt das. Das gibt die Batterie und das
Gib die 8 davon. Okay. Dann bauen wir gerade mal das. Furnace. Ist doch richtig, oder? Einen Iron Furnace. Furnace, Iron Furnace. Okay, den hätten wir. Dann die 3 Platten und die RE-Batterie. Das Kabel muss noch isoliert werden. Jetzt haben wir kein Rubber mehr, ne? Oder? Nee, hier hatten wir kein Rubber mehr. Okay, müssen wir mal ein Rubber Tree fällen. Wo ist meine Axt? Ich weiß, Leute, ich weiß es doch. Es tut mir leid. Die Unordnung ist. Aber wie gesagt, das Lager ist aber halt fertig. Dann gibt's Ordnung, hoffe ich. So. Bisschen Rubber. Schmelzen wir mal gerade hier. Wo? Da. Okay. Eins brauchen wir erstmal nur. Gott, wie langsam sind diese normalen Öfen, ey. Krass. So, ein Rubber Bar. Einmal das isolieren, bitte. So, dann haben wir Redstone, haben wir da. Dann brauchen wir gerade mal die RE-Batterie. So und so. RE-Batterie, dreimal das und einmal Iron Furnace. So, dann haben wir den Generator. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier. Wo ist das ganze Gedöne? Das ganze Gelüt, das ganze Holz. Wo ist das Holz? Da ist das Holz. Baba, Sakura, Spruce. Mal das. So, und dann haben wir hier noch gerade 7 reingetan. So, 19 Stück. Okay. Zack. 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 So, dann bekommt er wenigstens ein bisschen Energie und dann können wir hier mal wieder Kabel machen. Zack. Ach so. Wir brauchen natürlich noch mehr Rubber für die Kabel. So, dann machen wir nochmal hier. Zack. Ach, das ist mein Haus, was ich hier gerade zerstöre. Das war ein Riesengag, Leute. Das war extra. Ja. Das ist vielleicht der Nachteil, wenn sein Haus aussieht wie ein Baumstamm. Ich kann nicht mehr lachen. Ich nehme jetzt seit 6 Folgen auf und ihr wisst ja, was in den letzten 6 Folgen alles so passiert ist. Das ist keine gute Session gewesen. Ein bisschen viel gefailt, würde ich sagen. Aber gut, muss auch mal sein. So, hier sind noch 5. Wo ist das jetzt hier? Das. Was? Wo sind sie? Ach, da unten! Ah, ich hab sie gesehen. Da. So, die Teile auf. L4 rein. 10 da rein. So. Und dann gehen wir nochmal runter gucken. Wie sieht's aus? Haben wir wieder ein paar Kupferplatten. Ah, hat schon wieder keine Energie. Der verbraucht da ziemlich viel Holz. Warte mal, aber das reicht. Machen es so. Das hier muss auch noch verbunden werden. Das wollten wir ja hinten rum machen. Warte mal, da muss da eine Basic hin, glaube ich. So, und die kann man dann aber mit Gold weiter verbinden. So, nur gucken, wo und wie. So, am besten. Und dann ist das ja da oben, die Pipe. Also das hier ist jetzt quasi keine Pipe, wo irgendwas durch. Also es fließt schon was durch, aber es ist Strom, was da durchfließt. Das brauchen wir, weil das muss mit Strom versorgt werden. Also diese, hier, ihr seht ja, diese Provider-Pipes, die hier in der Mitte sind, die mit den Rot und Grün, die brauchen Strom, damit sie funktionieren. Sonst funktionieren die nicht. Das ist hier richtig.
Und deswegen muss ich die verbinden. Oh. Ich hasse Minecraft! Wo ist denn diese beschissene Pipe? Da. Ich nehme alles auseinander, was hier ist. So. Da muss sowieso noch einer abgehen. Machen wir hier mal jetzt, das ist die Stromzufuhr. So, jetzt müsste, theoretisch müssten die jetzt, warte mal, wie sehen die jetzt aus? Rot und grün. Und diese Ecken. Warte mal, wo sind die Ecken? Sehe ich die? Ah, ich sehe sie gerade nicht, aber eigentlich müsste da jetzt was passieren. Das hat auf jeden Fall geblinkt. Richtig? Es hat auf jeden Fall geblinkt. Das heißt, ich hoffe, das Ding hat jetzt Strom. Hier ist auf jeden Fall noch nichts passiert, nichts abgenommen an dem Strom. Sind immer 160.000, also weil wir es ja momentan auch nicht benutzen. So, hier haben wir wieder Kabel. Ich bin schon wieder voll mit irgendwelchem Stuff. Ey, was ist denn das? So, Kabellage. Ach, ich muss erst mal oben die Dinger holen. So. Bald, wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende. Bald hat das ein Ende. Ja, so ist es. So, 21 Kabel nochmal rausgehauen hier. Wir haben es ja. So, dann verbinden wir das noch letztlich. Und da fehlt eigentlich noch eine Verbindung. Und zwar die Request-Verbindung. Quasi aus dem Lager. Zu der Chest, wo wir was requesten. Ey, fragt euch jetzt, Request, was labert der? Zeige ich euch. Zeige ich euch. So. Das wäre das. Und jetzt verbinden wir noch die letzte Pipeline. So, das heißt hier, sage ich mal, kommt das an. Da. Da. So, das heißt, wir müssen jetzt trotzdem nochmal darüber. So. Müssen wir jetzt die Koordinaten nochmal raussuchen. Und da hinten ist ja auch wieder so Salat. Das heißt, wir gehen am besten da hinten runter irgendwo. Ehe wir da uns mit denen verbinden. Aber wir können das ja sogar noch nutzen. Warte mal, wir können das ja nutzen. Das ist ja egal, ob da jetzt Strom durchfließt oder nicht. Oder? Kann man das nutzen? Ich hoffe. Jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr rein. Kinas. Ja, das ist die Frage, kann ich. Fließt durch Iron Pipes auch Strom? Habe ich überhaupt noch Iron Pipes? Ja, da. Eine brauche ich dann nämlich. Hier. So, warte mal, hier ist die Linie. Da unten darf ich nicht rein, also. So. Ist gut. Ist wieder diese komische Flüssigkeit hier, oder was? Ich sag dazu nichts mehr, ich bin vollkommen fertig. Pipe, Entschuldigung. So, hoch. Das kann jetzt hier ran. Ich
ich sollte, ist der Timer abgelaufen, ich sollte das hier zumachen, nicht, dass da irgendwie ein Monster kommt und uns das wegspringt, plötzlich das System. Fuck. Muss eins weiter nach hinten. Aber wenigstens reichen die Kabel, die Pipes diesmal aus. Hier nur raus. So. Okay, jetzt brauchen wir. Achso, der Timer hat geklingelt, ne? Okay, dann würde ich sagen, das steht hier soweit und in der nächsten Folge werden wir es testen. Das System. Und ich bin wirklich unendlich gespannt, welche Fehler alles sich da drin noch verbergen. Und ja, dann würde ich sagen, wir haben einiges geschafft jetzt in diesem Balk, den ich jetzt aufgenommen habe. Und ich bin sehr froh, dass das hier schon mal jetzt soweit geschafft ist. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann testen wir das System. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bei mir dauert das jetzt ein bisschen länger. Bei euch ist das natürlich erst, ist das vielleicht schon morgen. Ich glaube sogar, dass ich morgen Geburtstag habe. Also, wenn ihr das jetzt seht, habe ich morgen Geburtstag. Ich meine, dass ich jetzt bis Sonntag, den 14. September aufgenommen habe. Und am 15. September wird der gute Brillibi 29 Jahre alt. Ist das krass. Also, wir sehen uns morgen an meinem Geburtstag wieder. Und dann testen wir hier. Ich hoffe, das Spiel hat Erbarmen. Es sind nicht so viele Fehler hier drin. Also, bis dahin. Ciao, ciao.